Hallo meine lieben Steinböcke, hier ist eure Jahreslegung 2020. Ich bin die Ildika und ich lege vor euch die Jahreskartenlegung für das Jahr 2020. Ich lege als Frau und ich deute auch als Frau. Wenn ihr Männer seid, müsst ihr umswitchen, ja, weil wir haben hier wesentlich mehr weibliche Zuschauerinnen. Aber lasst euch darauf nicht euch irritieren. Switcht einfach auf euch um. Wenn ihr nicht in der Reisegruppe mit drin seid, dann vielleicht woanders. In einem anderen YouTube-Kanal. Facebook-Kanal. YouTube-Kanal. Ja, gibt auch viele weitere andere schöne YouTube-Kanäle von Kartenlegerinnen, die auch Karten legen. Wenn ihr jetzt natürlich halt euch da hier nicht im Resonanz seht, aber vielleicht eine private Beratung buchen wollt, könnt ihr auch gerne halt bei mir halt buchen. Ansonsten, ja, wenn dann noch vieles unsicher ist und ihr euch aber in der Resonanz seht, dann müssen wir mal gucken, dass wir auch in eine Privatlegung halt mal gucken, was bei dir dann halt los ist. Aber dann musst du halt einfach halt eine Beratung buchen. So, dann wollen wir jetzt mal anfangen. Und zwar, ich beginne mit den Doran Virtue, das Engel der Liebe Orakel aus dem Verlag Alegria. Und zwar beginne ich halt mit der Liebe und Partnerschaft. Liebes Universum, wie wird denn für die Steinböcke das Jahr 2020 in Liebe und Partnerschaft sein? Mir juckt der Kopf. Oh, das hört sich nicht gut an. Der Kopf juckt. Okay. Sehr interessant, warum auch immer. Fraglich, verstörendes, interessante Energiefrequenzen, Täuschung, eieiei. Rückzug. Irgendwie erinnert mich das hier an was. Bei den meisten Dualseelen ist immer so diese entsprechende Karten zu sehen. Und wenn jetzt aber die Versöhnung nicht gekommen ist oder Past Life, Täuschung und Rückzug. Gut, kann auch Betrug heißen, aber wir wollen mal gucken. Aber haarsträubend, ja, Kopf hat gejuckt gehabt. Also kann was haarsträubendes sein. Liebes Universum, ich benötige 4 Karten. Irgendjemand betrügt hier irgendjemanden. Danke. Brauchen wir nochmal 2 Karten. Danke. Jetzt guckt ihr die Prinzessin an. Mein Söhnchen. Ja, mein Sohn ist nämlich halt bei mir zu Hause. Blockade. Oh, eine Blockade. Also hat sich jemand hier sich zurückgezogen und blockiert dich sehr wahrscheinlich. Oder du bist diejenige, die halt diese Person blockiert hatte. Okay, wollen wir mal weiter gucken. Noch eine Karte, liebes Universum. Danke. Angenehmer Brief. So, wahrscheinlich dringen keine E-Mails durch oder keine WhatsApp oder Messenger, weil man blockiert hat und dann versucht man es jetzt halt durch einen Brief halt irgendwie auf die klassische Weise. So, ich fange mal an zu deuten, lieber Steinbock. Also es versucht jemand, dich zu täuschen. Reiches Mädchen und umwerben. Es kann sein, warte mal, ich will erstmal mal zeigen hier für euch alle, die zugucken. Es kann sein, im Grunde genommen, dass jemand dir vortäuschen tut, diese Person kulturell ist. Weil reiches Mädchen kann auch was so Kulturelles bedeuten, wie zum Beispiel hohe Interesse für Lyrik, für Poesie, für Kunst, für Theater. Alles, was mit Kultur zu tun hat. So in bestimmten Kreisen, ja, dass man halt auch sich sehr gentlemanhaft sich halt verhalten muss, ja. Und diese Person versucht halt irgendwie dich zu umwerben oder umgekehrterweise, ja. Also es kann sein, dass es jemanden in deinem Umfeld gibt, der das alles halt nur so vortäuschen tut. Und das ist natürlich ein Störfaktor,
Ja, und dieser Störfaktor natürlich ist schwierig, ja, weil es will keiner betrogen werden mit dieser Täuschung, ja. Vielleicht hast du es mit einem Love-Scammer zu tun, ja. Und eigentlich willst du, dass das alles ein Ende hat, daher Rückzug. Jetzt wollen wir mal deuten. Jetzt habe ich hier mal die Sonne. Dann ein Geheimnis, das Buch, kann aber auch für Facebook stehen. Wirklich, ich lüge euch nicht an. Fuchs, ja, kann schon Internet bedeuten und Geld. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Love Scamming. Also, meine Lieben, ja, das sieht nach Love Scamming aus. Ich habe das schon innerlich gespürt gehabt. Also, Täuschung, reiches Mädchen. Hier versucht natürlich einer durch das Internet, also durch Facebook, ja, kann aber auch Instagram oder Twitter sein, muss nicht unbedingt halt von Facebook sein. Kann jemand versuchen, halt dir alles Mögliche an schöne Worte, liebevolle Worte dir halt vorzuschwätzen. Ich liebe dich, ich habe mich in dich verliebt. Ich will dich heiraten. Och komm, ich will dich besuchen gehen, aber ich kann nicht. Ich habe keine Versicherung wegen meiner Rente. Ich kann es nicht beantragen. Ich muss mich freikaufen. Kannst mir nicht helfen mit Geld. Ich bin aber trotzdem sehr reich. Bin ein erfolgreicher Ingenieur, ein erfolgreicher Manager, erfolgreicher Geschäftsmann. Ich habe hier ein Yachthaus und keine Ahnung was. Oder ich arbeite als GI in dem amerikanischen Militär. Ja, solche Geschichten halt hier. Und ja, ich habe hier noch den Fuchs hier oben liegen. Also das heißt Täuschung, Fuchs, links, also Internet, ja, und Geld. Sei bitte vorsichtig, denn diese Person versucht durch das Internet eine Verbindung mit dir zu finden, ja, um hinterhältig oder hinterlistig Geld durch dich halt zu organisieren, weil Fische stehen für Geld. Sei bitte vorsichtig, hier sehe ich halt Love Scamming. Ja, es kann sein, dass du jetzt in der nächsten Zeit diesen Menschen kennenlernen wirst oder du hast schon bereits kennengelernt gehabt. Und das zieht sich jetzt bis 2020 natürlich halt bei dir. Du wirst natürlich halt Schwierigkeiten haben, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, das sagt auch schon hier die Gebirge aus. Ja, du blockierst dich ja selber eigentlich. Weißt du, weil du auch irgendwo das Gefühl hast, eigentlich möchte ich das doch wahrhaben, dass doch dieser Mensch doch mich lieben tut. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er mich nicht lieben tut. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es ein Liebs- oder Heiratsschwindler ist. Ja, das kann ich mir halt so nicht vorstellen. So, du bekommst doch einen angenehmen Brief, ja. Also dieser angenehme Brief, normalerweise Blockade steht ja halt blockieren, ja. Die Leute blockieren auf Facebook, Messenger oder was wird was wo. Ja, das wird natürlich auch passieren bei dir, aber du wirst erstmal dir selbst halt irgendwo im Weg stehen, weil du immer wieder gut manipuliert wirst mit diesem angenehmen Brief. Ja, angenehmer Brief heißt angenehmer Message durch Messenger. Ja, zum Beispiel wieder hier, ne? Facebook. Aber dieser Typ hat ja re regelmäßig viel Geheimnisse. Sei bitte vorsichtig. Da steckt eine Mafia-Gruppe dahinter. Glaub mir, was ich dir sage. Vertrau diesen Menschen nicht. Ich sehe leider Gottes eines. Du wirst tatsächlich Geld verschenken. Rückzug. Das heißt, nachdem du ihm Geld geschickt hast, kann es passieren, dass diese Person plötzlich in Rückzug gehen wird. Ist nicht angenehm. Ist eine kleine Warnung. Kann aber auch sein, dass ein paar von euch, die jetzt halt in der Reisegruppe mit drinne sind, doch einsichtig werden und noch rückzeitig noch die Kurve packen und sagen, nee, ich schicke diesem Typen kein Geld. Er täuscht mich. Und du wirst dich dann vielleicht zurückziehen. Am besten dann auch sofort dich gleich blockieren. Also was ich halt mache, und das ist mir vor kurzem auch passiert, ich suche überhaupt gar keinen Mann fürs Leben oder Partner, weil ich habe die Nase gestrichen voll momentan von Partnerschaften. Ich genieße meine Freiheit. Aber vor kurzem hatte ich. Und das ist ein guter Tipp, den ich euch jetzt geben kann. Vor kurzem hatte ich selbst einen Love Scammer in Facebook halt gesehen gehabt. Der hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt gehabt. Und ich gucke so, hä? Der lebt in München, lebt da aber in Amerika, in Chicago, ist Arzt. Aha. Ja, und dann der Name, Cosma.
Ich habe gedacht, hab, Moment mal, vielleicht ist das ein Rumäne. Weil manchmal haben die auch solche komische Namen wie die Afrikaner, nicht alle, ne? Und ich habe ihn natürlich erstmal halt da so auf Deutsch geschrieben, glaub, woher kenne ich sie denn, ne? Weil sofort die Freundschaftsanfragen nehme ich gar nicht an. Ich möchte erstmal gucken, halt, wer ist denn diese Person, was will diese Person eigentlich von mir? Und da habe ich halt gesehen gehabt, dass der immer wieder rumgehampelt hatte mit solchen Floskeln, wie zum Beispiel, du bist so eine schöne Frau, du hast schöne Fotos, schöne Bilder. Ja, Moment mal, ein Arzt, ein Akademiker aus Amerika würde nie und nimmer so eine Frau wie mich überhaupt im Visier halten. Ja, es gibt Gründe dazu, aber die will ich jetzt halt nicht erwähnen, warum die das halt nicht so gerne mögen. Und da habe ich dann halt gedacht, halt, ja, das soll ich dir jetzt noch glauben. Ja, und dann habe ich einfach. Moment, jetzt kommt mein Sohn herein. Moment, ich glaube, Pause. So, ich bin wieder dran, mein Sohn ist wieder rausgegangen. Und zwar geht ihr dann einfach halt mal auf Link kopieren. Das könnt ihr natürlich im Smartphone natürlich ein bisschen schwieriger als am Computer. Da müsst ihr im Smartphone rechts oben, wo die drei Punkte oben zu sehen sind, einfach dahin klicken von dieser entsprechenden Profil von diesen Personen. Und dann geht ihr bitte dann halt im Google Chrome und trägt dann Google ein und im Google Suchmaschine tut ihr dann diesen bestimmten Webseitenlink mit diesem entsprechenden Profilbild oder Profilbild mit diesem Profil Link einfügen, dann tut ihr dann halt die Menü-Taste drücken und dann geht ihr bitte dann unter Bereich Bilder. Wenn ihr dann Afrikaner in Mass seht, extremst viele afrikanischen Fotos mit afrikanischen Typen, meine ich, dann wisst ihr, das ist ein Love Scammer, ja, in den meisten Fällen. Gibt es auch mit Asiaten, ja, weil in den meisten Fällen tun ja auch die Love Scammer halt mit ihrer afrikanischen Namen dann halt solche Profile halt erstellen. Ich habe ohne zu flunkern gehabt, ja, diesen Typen einfach blockiert gehabt. Ich habe ihn geschrieben gehabt, sogar per Facebook Messenger. Du bist ein Love Scammer, kommst aus Afrika, du afrikanischer Mafiotti. Ja, hab ich habe sowas geschrieben gehabt, weil ich bin halt so, ja, typisch Wassermann. Ja, wir sind halt sehr direktiv und sagen unsere Meinung, weil ich lasse mich da halt nicht halt betrügen von solchen Love Scammer. Ja, das war ein kleiner Tipp neben am Rande, wie ihr das machen könnt. Mit dem Computer ist es ein bisschen ähnlich. Nur habt ihr die Menüleiste oben in der Google Chrome Maske zum Beispiel. Und dann tut ihr es einfach nur halt kopieren, diesen Webseitenlink. Und dann fügt ihr das in Google Suchmaschine ein. Return-Taste. Dann geht ihr im Bereich Bilder und dann seht ihr dann halt, was das für Fotos sind. Ob da jetzt halt Afrikaner vorwiegend zu sehen sind oder halt irgendwas, weiß ich, was am Drum dran. Ihr könnt auch mal so ein paar Tests machen in der Thematik. Ja, so, also jetzt manchmal Beruf und Finanzen. In der Thematik wünsche ich euch alles Gute, dass ihr das halt hinbekommt, dass ihr euch da nicht ausnehmen lässt in der Sache, weil das ist hundertprozentig Love Scamming. Also nicht jeder ist jetzt in der Reisegruppe mit drin, aber diejenigen, denen es halt betrifft, also an denen ist das ja jetzt halt also gerichtet, diese entsprechende Information. So, meine liebe Steinböcke, hier habe ich jetzt halt die Fischkarte und der Ankerkarte von Giro Marchetti's Allenement Golden Revier Karten aus dem Königsfurt Orania Verlag. Fisch bedeutet halt Geld oder Lohn oder halt Umsätze und Anker bedeutet halt Geschäft, Business, Bewerbung, Geschäftsverträge und so weiter und so fort. Alles, was halt mit dem Betrieb zu tun hat. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, mit den After Tarot Cards von Luz Cadaveos Verlag zu mischen. Und wir wollen mal gucken, wie bei euch das Jahr 2020 im Bereich Beruf und Finanzen ja, das Jahr wird. Liebes Universum, wie wird das für die Steinböcke das Jahr im Beruf und Finanzen werden? Wie wird das Geschäftsjahr werden für die Steinböcke? Beruf und Finanzen, Geschäft. Oh, Gottes Name, da fliegt ja einiges. Was haben wir denn da? Eine Prüfung steht an oder eine Überprüfung. Weiß ich jetzt noch nicht um hundertprozentig, ob es hier jetzt um einen Azubi geht.
Kann aber auch sein, dass eine Kontrolle kommen wird von der Behörde. Muss aber nicht sein. Sag mal, die Karten fliegen ja richtig weg. Das ist eine Katastrophe, dass sie auf den Boden fallen. Page. Ja, doch, eine Ausbildung. Also hier gibt es... Das ist der Page, der Stäbe, spricht für einen Auszubildenden. Also das geht hier um eine Ausbildungsnische. Kann sein, dass du entweder ein Ausbilder bist oder du bist ein Azubi. Das kann auch ganz gut sein. Und irgendwie Krebsenergie. Irgendwie Krebse haben das auch gehabt. Okay, also ich möchte jetzt weitermachen, Universum. Ja, also ich benötige hier auch noch mal eine Karte. Reicht mir nicht aus. Dankeschön. Ja, das geht um eine Ausbildung. So, jetzt wollen wir mal betrieblich mal was sehen. Was wird denn hier dann noch passieren für die Steinböcke? Die Steinböcke 2020 im Betrieblichen. Au, Prüfungsvorbereitungen. Ihr schwitzt jemand, hat schlaflose Nächte, will aber so gerne die Prüfung bestehen. Noch eine Karte. Was war das denn jetzt? Das ist aber sehr interessant. Leute, hier hat sich eins hier gedreht, ja. Der Ass der Schwerter. Man wird auf jeden Fall die Prüfung bestehen. Aber es werden Sticheleien schon stattfinden. Ja, eine Unsicherheit ist zwar vorhanden, aber die Prüfung wird bestanden. So, und jetzt möchte ich mal wissen, was das hier soll. Ruhestand, Familienkarte, dann Justice, also Gericht, kämpfen zu müde. Es kann sein, dass es hier um eine weibliche Person ist, die sich hier handelt. Also, bin mir nicht sicher. Kann aber auch männlich sein, aber ich sehe eher hier weibliche Energie. Hier war Stillstand aufgrund sehr wahrscheinlich einer Schwangerschaft, weil hier dreht sich hier was um die Kinder. Vielleicht bist du Mutter geworden, ja, und durftest halt in der Schwangerschaft nicht arbeiten gehen. So, und aufgrund dessen, weil du nicht arbeiten gehen durftest, schon wieder, das ist wie bei dem Ding, nicht arbeiten gehen durftest, bist du in der Ruhepause wieder gewesen. Ja, die ersten paar Jahre warst du Mutterschaftspause und da kamst du in Gefahr, vieles zu vergessen in der Ausbildung, was du gelernt hast. So, du hast jetzt einen harten Kampf vor dir, ja, für den Jahr 2020. Du stellst dir sicherlich die Frage, werde ich denn überhaupt die Prüfung bestehen, trotz Schwangerschaft und dass ich halt Mutter geworden bin. Und du versuchst natürlich halt die Situation aus der Vergangenheit zu bereinigen. Ja, das sagt die Karte hier, die 5 der Schwerter, ja. Und ich habe hier die 5 der Stäbe, das heißt Wettbewerb. Also man kämpft noch nicht. Man will aber die Sache hier angehen. Man möchte die... Jetzt juckt schon wieder mir der Kopf hier. Haarsträubend, richtig. Also du möchtest die Sache angehen, dass du die Berufsausbildung halt schaffst. Ja? Du bist normalerweise aber ziemlich arg übermüdet, dass du das halt dir nicht ganz vorstellen kannst, dass du das angehen kannst. Deswegen ist ja die Karte hier auch auf diese Warteposition in Kampfbereitschaft. Ja? Du bist eigentlich nicht wirklich in der Lage mehr weiter zu kämpfen. Ja? Du fühlst dich übermüdet. Ja, und ja, weil du hier Kinderthemen hast, du hast hier Kinder. Ja, gut, die Karte hier 6 der Kelche steht für Nostalgie, für die Vergangenes. Ja, aber ich habe hier vorwiegend Familienenergie, Kinder und die Geburt in Bezug auf die Kartenkombination sprechen halt davon, ne? Dass du halt irgendwie ein Baby hast.
Und das Gesetz aber verbietet dir, dass du halt im Moment halt arbeiten gehen darfst, weil du noch in der Mutterschaftspause bist. Und ja, aber die schlaflosen Nächte schlauchen dich und du hast ein Bedenken, dass du halt die Berufsausbildung halt nicht schaffen könntest. Ja, und da eine Unsicherheit jetzt aufgrund dessen da ist, aber ja, bist du dir zwar nicht sicher, dass du halt die Berufsausbildung weitermachen möchtest oder machen kannst, aber trotzdem ist der Wille da, dass du die Berufsausbildung fertig machen möchtest. Und ich habe hier auch dann halt die 5 der Schwerter, wo es auch dann auch heißt, egal, dass ich halt jetzt Mutter geworden bin oder nicht, ich werde das jetzt einfach halt mal alles anpacken und zu Ende führen. So, und dein Ausbilder wartet nur auf dich. Ja, er betrachtet die ganze Geschichte halt nochmal von der Vogelperspektive. Was weißt du noch von deinen ganz entsprechenden Themen? Was können wir nochmal halt ein bisschen in Erinnerung bringen? Wie können wir dich noch einintegrieren in dem, was du schon gelernt hast? Und du wirst mit viel Liebe an der Sache rangehen. Aber du wirst natürlich halt schlaflose Nächte nicht nur wegen dem Baby an sich alleine haben, sondern du hast halt Sorgen, dass du halt die Berufsausbildung halt nicht schaffen kannst wegen dem Baby. Und aber ich habe hier da Ass der Schwerter. Du wirst es schaffen, ja. Ja, du wirst es schaffen. Ja, du brauchst keine Angst zu haben jetzt unbedingt, dass du halt die Berufsausbildung nicht schaffen wirst. Im Gegenteil, ich sehe es eher sehr positiv. Und dann gibt es halt auch Leute im Hintergrund, die dir helfen wollen, dass du halt die Berufsausbildung schaffen tust. Ja, mach dir da nicht den Kopf, das wird schon. Also die Legung hier im Beruf und Finanzen gilt für die Steinböcke oder Steinbock-Geborenen, die in der Ausbildung halt sind. Ne? Also bis dann.